Der nächste Programmpunkt, ich muss mal kurz spickeln. Jochen, wir sind bei Brighton, soweit ich das im Gedächtnis habe, oder? Du hast vollkommen recht, ja. Genau. Da gehen wir zu Jörg Gantner. Hallo Jörg, grüß dich. Servus, grüß dich. Hallo, wir sind hier beim Stand von Brighton, das ist Jörg. Wieder mit sensationellen Fahrzeugen hier, zwei massive BMW. Ja, hallo. Mit was wollen wir denn starten? Mit dem... Was ihr wollt. Mit dem schweren oder mit dem schnellen? Fangen wir mit dem schweren an. Fangen wir an. Okay, also. Cool. Wir haben hier einen BMW XM. Der BMW XM ist ein sehr spezielles Fahrzeug, was im Unterschied zu allen anderen neuen BMWs wieder einen Lochkreis von 5x120 hatte. Aber die kleine Narbe, 66,5, so wie es der 5x112er Lochkreis hat. Ja. Und jetzt war das Problem, dass wir kein passendes Rad hatten. Und ihr könnt euch vorstellen, das Unglück, Breiten hat kein passendes Rad für neue BMW. Das geht gar nicht. Darf nicht sein, richtig. Genau, jetzt haben wir lang gehirnt, was wir machen. Weil aber die Stückzahlen vom BMW XM nicht so groß sind, haben wir gesagt, wir machen kein eigenes Rad, weil sich die Werkzeugkosten wahrscheinlich so nicht amortisieren würde. Aber wir haben einen Lochkreisadapter entwickelt. Und den sehen wir, ja, man sieht hier jetzt nicht arg viel. Man sieht im Prinzip, sieht es aus, wie wenn er eine Distanzscheibe hätte, mit 15 mm. Ja. Und der Trick an der Sache ist der, dass wir die 15 mm nicht überschreiten dürfen, weil wir ansonsten mit der Einpresstiefe zu weit rauskommen und die Räder vom Fahrzeug nicht mehr eingetragen bekommen. Ja. Man sieht, die Hinterachse ist ein bisschen breit. Das ist eine 11,5 × 23. Vorne haben wir eine 10 × 23, beide mit ET30. Und aber aktuell... Entschuldigung, Jörg, aber die Aufweitung der Spur ist vorne und hinten auf der Hinterachse jeweils 15 mm. Jeweils 15 mm mit dem Lochkreisadapter. Mhm. Der Lochkreisadapter hat Stehbolzen. Ja. So können wir sicherstellen, wenn du 15 mm hast und würdest eine Schraube eindrehen, dann hast du fast zu wenig Gewindegänge, dass du die 7 Umdrehungen oder 9 Umdrehungen, je nach Gewindesteigung, eben abdecken kannst. Aber mit dem Stehbolzen kannst du so weit rauskommen, dass es auf jeden Fall klappt. Ja. Und wir haben eine spezielle Verschraubung entwickelt dafür, dass wir den Flächenpressdruck an der Schraube zum Fahrzeug reduzieren können. Ja. Ich muss allerdings dazu sagen, im Moment, diese Lochkreisadapter sind aus Schmiedealuminium. Ja. Und es kann passieren, dass wir die noch aus Edelstahl machen müssen, weil im Moment laufen gerade die TÜV-Tests. Biegeumlauf, Kurzzeit, Langzeit war positiv. Verstehe, ja. Und im Moment läuft die Torsionsprüfung. Da habe ich noch kein Ergebnis. Also es kann sein, dass wir das noch ändern müssen. Okay. Aber es sieht gut aus auf dem Fahrzeug, aber oder? Selbst wenn das passieren sollte, wie lange wird es dann dauern? Also in der nächsten Saison würde man auf jeden Fall die Freigabe... Nächste Saison kann man auf jeden Fall damit rechnen. Mehr hätte die Hoffnung, wenn die Torsionsprüfung positiv ausfällt, dass wir es vielleicht noch zum Jahresende bringen können. Gut. Aber man könnte ja schon bestellen. Klar, bestellen kann man natürlich schon. Die was ja auch wichtig ist, muss ich dir nochmal ins Wort fallen, Entschuldigung Jörg, ist ja die hohe Traglast, weil der XM ebenfalls, weil es ist ja nicht nur für den XM jetzt das Rad gedacht, es kann ja auch auf andere X-Modelle gebaut werden. Ja, mit der Radserie, das ist unsere LS3, hier in 23 Zoll, da können wir X5, X6 und X7 damit bestücken. Okay. Auch der iX wird gehen, wobei man dort, glaube ich, nur, weiß ich nicht, 22 Zoll, 23. Da ist eine Beschränkung. Je nachdem. Ja. Aber auf jeden Fall die schweren X-Modelle, weil ich wollte auf die Radlast gehen. Ja, die gehen komplett. Weil es ja nicht so leicht ist für das relativ schwere Fahrzeug in dem zulässigen Gesamtgewicht, jetzt auch eine Felge in dieser Dimension zu produzieren, die den Anforderungen entspricht, was jetzt das Gesamtgewicht und die einzelnen Radlasten anbelangt. Ja, das ist richtig. Also wir können hiermit 1085 Kilo abdecken. Das heißt also die komplette Serie mit Anhängerkupplung, allem drum und dran. Also liebe Zuschauer, wenn Sie, das haben Sie gerade gehört, oder ihr habt es gerade gehört, 1085 Kilo pro Rad, das kann man sich kurz ausrechnen, das reicht. Das reicht, ja. Da sind wir auf jeden Fall mit dabei. Und das zeigt natürlich das breite Rad im Design nicht. Weil wenn man die Filigranität von dieser Felge jetzt begutachtet, dann sagt man alles, aber nicht 1100 Kilo. Ja, richtig. Das aber halt wenn wir gerade beim Thema Filigranität sind, dann können wir rüberschwenken zu unserem neuen Rad, was wir hier noch präsentieren wollen. Ja, das ist noch filigraner. Wird sich bald mit der Sabrina zusammen von dieser wunderschönen Felge lösen können. Dann gehen wir mal rüber. Genau. Oh, jetzt, Jörg. Sabrina, magst du sie enthüllen? Du hast das, glaube ich, letztes Jahr auch schon gemacht. Ja. Mit der Impressive in Forged. Das ist immer ein schöner Moment, wenn man kurz was... Ja, zieh sie aus. Kleiner Trommelwirbel. Zieh sie aus, Sabrina. Langsam, ganz langsam, oder? Ja, so wie es sich gehört. Ja, genau. Wow. So. Geil, oder? Euer Bild nicht? Wow. Hier haben wir unser jüngstes Kind. Magnificent heißt dieses Rad.
Und das ist ein Schmiederad, wie man sieht. Wir haben keine Entformungsschräge. Die ganze Speiche, sehr, sehr filigran, sehr, sehr dünn. Schaut euch das mal an, wie dünn das wirklich ist nach außen. Man hätte gern noch ein bisschen mehr Konkavität rausgeholt, ging aber nicht, weil die Blanks, aus denen die gefertigt werden, einfach nicht mehr hergeben. Ja. Aber auch bei diesem Rad können wir 1085 Kilo Radlast realisieren. Das heißt, X5, X6, möglicherweise XM oder IX, voll elektrische ist auch sehr schwer. Alles können wir mit diesem Rad bestücken. Ja, aber das ist ja sensationell. Also, liebe Zuseher, wenn ihr das jetzt seht, wir haben ja da drüben auf dem XM mehr oder weniger so eine Art Parallelspeiche. Jetzt hier haben wir fast schon Kreuzspeichendesign. Wem das besser gefällt, geht genauso auf X5, X6, X7. Also auch bei den schweren BMW-Modellen. Das ist schon krass. Also da ist eigentlich für die gröberen Geschmacksrichtlinien gesorgt. Einmal ein bisschen parallel, einmal ein bisschen Kreuzspeiche. Wichtig ist auch die Konkavität. Das ist ja wirklich sensationell. In ja. Verbindung mit diesen flachen, dünnen Speichen, in Verbindung mit der hohen Radlast von über einer Tonne. Das ist also schon einzigartig. Und man sieht auch hier wieder an der Impressive Forge hat man das gezeigt. Du hast letztes Mal die Teufelsköpfe, Devilheads dazu gesagt. Und man gesagt, das hat uns gut gefallen. Machen wir hier auch wieder ansatzweise, sodass ja. man damit quasi so ein kleines neues Markenzeichen der Firma Breiten erkennen kann. Ja. Wir sehen dieses Rad später nochmal. Ich denke, das machen wir dann im zweiten Step. Wenn ihr bei Hankook seid, komme ja. ich kurz dazu, stelle ich genau. das vor. Da gibt es noch eine ganz interessante Oberfläche, aber die können wir uns nachher angucken. Wunderbar, super. Jörg, ich danke dir für okay. deine Zeit bislang. Danke euch. Ich freue mich auf später. Ja. Und vor allem, dann gibt es den schnellen BMW. Jetzt haben wir den schweren Schönen gehabt. Nachher kommt der schnelle Schöne. Genau, Sabrina. Den gucken wir uns dann noch kurz Jochen, an. Jochen, das haben wir als nächsten Punkt.